Liebe Kinder, es war einmal ein holder Knabe, der hieß Jörg Asmussen. Der war nicht nur jung und schön, sondern auch Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und als solch ein wandelndes Beispiel dafür, warum in Staatssekretär das Wort Sekret drinsteckt. Denn dieser Jörg Asmussen war nicht nur Staatssekretär, zum Beispiel unter Per Steinbrück, sondern der Steinbrück hat den einfach übernommen von seinem Vorgänger Hans Eichel. Und auch der Eichel hat den da nicht eingestellt, sondern bereits vorgefunden bei seinem Vorgänger Theo Weigel. Das Bundesfinanzministerium ist das wichtigste Ministerium der Regierung. Wer die Finanzen regiert, regiert die Etats aller anderen Ministerien. Gut, außer das von Rainer Brüderle, der war regierungsresistent. Aber seit 1996 konnten wir wählen, wen wir wollen. Unsere Finanzen, die wurden regiert von Jörg Asmussen. Und dieser Jörg Asmussen war während dieser ganzen Zeit im Bundesfinanzministerium wohl die treibende Kraft, der Vorkämpfer dafür zu sorgen, dass Banken möglichst nicht reguliert werden sollen. Warum nicht? Damit wir wohlhabend und reich werden. Das war das Argument. Man soll Banken nicht regulieren, damit wir wohlhabend und reich werden. Die entscheidende Frage lautet, wer dabei mit wir gemeint ist. Wenn man nämlich erfährt, dass die Frau von Jörg Asmussen eine ziemlich lange Zeit einen ziemlich hohen Posten bei der Deutschen Börse hatte, kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest die beiden mit laschen Bankenregeln ziemlich wohlhabend und reich geworden sind. Was man jetzt aber noch wissen muss, ist Folgendes. Dieser Jörg Asmussen saß nicht nur im Bundesfinanzministerium drin, der hatte noch mehr zu tun. Er saß außerdem noch im Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen auf sich drin, kurz BaFin genannt. Was ist die Aufgabe der BaFin? Banken zu kontrollieren. Was hält Jörg Asmussen nochmal davon, Banken zu kontrollieren? Richtig, nix. Und deswegen hat er sich gesagt, mache ich das am besten selber. Logisch, so als würde der einzige Vegetarier beim großen Abendessen sagen, er möchte alles Fleisch alleine essen, damit die anderen Vegetarier sein können. Aufgabe der BaFin ist, Banken zu kontrollieren, wie zum Beispiel die Düsseldorfer IKB Bank. Das war die allererste Bank, die schon 2007, ein Jahr vor Lehman Brothers pleite ging, weil sie diese amerikanischen Schrottkredite gekauft hatte. Und jetzt gibt es böse Zungen, die sagen, ja Moment mal, wenn der Asmus noch in der BaFin drin saß, hätte er eigentlich sehen müssen, dass die IKB Bank dabei ist, Geschäfte zu machen, die auch Franjo Poth organisieren könnte. Konnte der Asmussen aber nicht sehen. Warum nicht? Der hatte noch mehr zu tun. Der saß nicht nur im Bundesfinanzministerium unter der BaFin drin, er saß außerdem noch in diversen Aufsichtsräten drin, zum Beispiel Postbank, Telekom, Deutsche Bahn und, IKB Bank. Da saß er auch im Aufsichtsrat drin und da muss man jetzt aber bitte mal Verständnis für haben, dass deiner sich nicht selber kontrollieren kann, wenn er sowieso schon in der zu kontrollierenden Bank in einem Kontrollgremium drin sitzt. Wie soll das gehen? Schon Lenin sagte, Kontrolle ist gut, wegschauen ist besser. Nur gibt es jetzt noch bösere Zungen, die sagen, ja Moment mal, wenn der Asmussen sogar in der IKB Bank selber auch drin saß, hätte er es recht sehen müssen, dass sie dabei ist, pleite zu gehen. Konnte der Asmussen aber nicht sehen. Warum nicht? Der hatte noch mehr zu tun. Der ist nämlich zuvor noch in diversen Käufer-, Lobbyisten-, Anleger- und Interessentenkreisen rumgerannt und hat Werbung dafür gemacht, genau diese Kredite zu kaufen. Und nicht nur das, er hatte noch mehr zu tun. Er musste sich zuvor nämlich erst noch im Bundesfinanzministerium erstmal die Genehmigung für den Handel mit diesen Krediten einholen. Und wer im Bundesfinanzministerium hat wohl diese Genehmigung erteilt? Kleiner Tipp, fängt mit Jörg an, hört mit Smussen auf. Und jetzt fassen wir zusammen. Jörg Asmussen musste beaufsichtigen, dass er beaufsichtigt, dass die Papiere, die er kaufen will, nicht ohne seine Genehmigung von ihm selber verkauft werden. Und weil dieser Jörg Asmussen, wie wir also jetzt gesehen haben, fernab von jeder Bankenlobby immer nur die Sorgen und Nöte des kleinen Mannes im Blick hatte, berief jetzt Andrea Nahles diesen Jörg Asmussen als Staatssekretär in ihr Ministerium für Arbeit und Soziales. Ein Begriff, den man ja immer wieder hört, ist der Begriff Bankenlobby. Was aber ist das eigentlich, die Bankenlobby? Nun dazu drei Untersuchungen. Erstens,
Die New York Times hat vor ein paar Jahren mal Anfang Januar mehrere Dutzend Börsenmakler gebeten, sie sollen mal tippen, welche Unternehmen in den nächsten 12 Monaten die meisten Gewinne machen. Wisst ihr, wer die größte Trefferquote hatte? Der eine Schimpanse, der mittippen durfte. Ist kein Witz. Die haben dem einen Pinsel in die Hand gedrückt, einen Farbeimer vor ihm aufgestellt, dann hat er darin rumgepanscht, statt Ding durch die Gegend geschleudert, dann sind einzelne Tropfen auf einer Liste mit Börsenunternehmen gelandet, die Aktien haben sie gekauft, am Ende des Jahres war der Schimpanse Millionär. Und zwar ohne dafür zuvor Günther Jauch kennengelernt haben zu müssen. Zweite Untersuchung. Die Universität St. Gallen hat mal einen Psychotest durchgeführt. Da ging es in einer Computersimulation um Wasserknappheit und die Testperson bekam die Aufgabe, zu den Behörden zu gehen und sich eine Ration Wasser abzuholen. Und dann stand auch ganz klein auf dem Monitor, wenn du willst, kannst du auch sagen, dass du die Ration für deinen Nachbarn mitnimmst und die aber heimlich für dich selber behalten. Wenn du das gemacht hast, war der Test so programmiert, dass dein Nachbar das mitbekommt und auch damit anfängt. Das heißt, ihr beide seid ab sofort nur noch damit beschäftigt, euch gegenseitig zu hintergehen und über den Tisch zu ziehen. Wenn du das jetzt weiter ein paar Mal gemacht hast, war der Test so programmiert, dass die Behörden das mitbekommen und euch zur Strafe die Ration kürzen. Und zwar so sehr, dass selbst die geklaute doppelte Menge weniger wäre als die ursprüngliche Einzelmenge. Das heißt, jetzt hattest du die Wahl, machst du weiter mit dem Bescheißen oder fängst du an, dich ehrlich zu verhalten? Wenn du Letzteres gemacht hast, war der Test so programmiert, dass die Behörden dir kurz darauf deine ursprüngliche Einzelmenge wieder aushändigen. Es ging in dem Test dabei um folgende Frage. Wann bemerkt der Proband, dass er mehr Gewinn macht, wenn er ehrlich ist und mit anderen teilt? So. Und getestet wurden 2 Bevölkerungsgruppen. Auf der einen Seite Investmentbanker und auf der anderen Seite richtige Psychopathen. Ist nicht von mir erfunden. Auf der einen Seite Leute, denen wir unsere Ersparnisse anvertrauen und auf der anderen Seite wirklich weggesperrte, gemeingefährliche Irre, geisteskranke, gehirnamputierte, komplett bekloppte. Und jetzt ratet mal, welche von beiden Gruppen am Ende mehr Wasser hatte. Klar Tipp, wenn du bald mal Geld übrig hast und weißt nicht wohin damit, geh ruhig zu deinem Bankberater. Aber nur, um ihn nach dem Weg zur nächsten Irrenanstalt zu fragen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch so geht, aber mich beschleicht da so langsam doch der Verdacht, dass sich da zwischen uns, unserer Arbeit und unserem Geld Leute rumtreiben, auf die wir im Grunde wahrscheinlich gern verzichten könnten. Des Abends werden Sie merken, dass dieses Jahr eine ganze Reihe von Preisträgern aus der Schweiz und Preisträgerinnen aus der Schweiz dabei sind. Und da muss ich mal dazu sagen, das ist natürlich purer Zufall, denn sowas kann man ja nicht steuern. Ein bisschen muss die Schweiz allerdings unterstützt werden in diesen schweren Zeiten, das sehe ich auch so. Weil die Schweiz ist schwer unter Druck, das Schweizer Bankgeheimnis ist inzwischen fast so löchrig wie der Käse, den sie herstellen. Und die eine Schweizer Großbank muss jetzt sogar Strafe zahlen in Deutschland wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das ist ganz gruselig. Alte Freunde der Schweiz wie Alice Schwarzer und Uli Hoeneß haben dem Land den Rücken gekehrt. Und, das hätte einem ja vor ein paar Jahren auch keiner geglaubt, dass diese Kampfemanze und der Obermacho mal in einem Boot sitzen würden, oder? Alice Schwarzer. Alice Schwarzer, die Bild-Zeitungsnutte, die gegen Prostitution kämpft, großartig. Und Uli Hoeneß, dem Mann, der immer schon Wurst war, was alle anderen gesagt haben. Und weil die Schweiz jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit diesen zum Teil kriminellen Zuwanderern, wollen sie jetzt unter sich bleiben. Und die Regeln für den Zuzug von Ausländern sollen jetzt verschärft werden. Das kann ich sehr gut verstehen. Gleichzeitig sind jetzt gerade die Regeln für den Waffenexport in der Schweiz gelockert worden. Das könnte ich auch gut verstehen, wenn ich Waffenhändler wäre.
Ja, also die Schweiz darf, es ist wirklich wahr, in Zukunft auch Waffen in Länder exportieren, die sich nicht ganz so scharf an Menschenrechte halten wie zum Beispiel USA oder Israel. Und unsere deutschen Rüstungsfabriken sind natürlich völlig entsetzt und fürchten einen Wettbewerbsnachteil. Denn wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt, wir Deutschen. Und wie wollen Sie das bleiben, wenn Sie Waffen nur an Leute liefern dürfen, die die dann nie benutzen? Ja, entschuldigen Sie bitte, keine Waffen in Spannungsgebiete. Wie weltfremd kann man eigentlich sein, wenn Sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen? Das sind ja auch Arbeitsplätze bei uns, das darf man auch nicht vergessen. Tausende von glücklichen Familien leben davon, dass wir Rüstung exportieren. Und sehen Sie es doch mal so, jeder Afrikaner, der im Bürgerkrieg in Afrika mit einer deutschen Waffe über den Haufen geschossen wird, den müssen wir schon nicht vor Lampedusa aus dem Wasser fischen. Sie müssen auch mal die größeren Zusammenhänge sehen. Unsere Politiker denken sich da schon was bei. Und wir liefern nicht nur Waffen. Das wissen die wenigsten. Wir liefern auch Prothesen. Deutschland ist einer der Top-Anbieter von Prothesen weltweit. Das sind doch Systemangebote, die wir da machen. Im Verlauf der Schulden- und Euro-Krise haben wir ja eine Menge erstaunliche Dinge erfahren dürfen. Über Griechenland insbesondere. Ich meine, dass die reichen Griechen es mit dem Steuerzahlen nicht so haben, das war uns eigentlich immer schon bekannt. Aber was mich sehr verblüfft hat, ist zu erfahren, dass sie da gar kein Katasteramt kennen. Also die haben ja wirklich, die wissen ja wirklich nicht, wem diese Luxusvillen da gehören. Wie will man die dann besteuern? Und wenn es überall nur Schwarzbauten gibt, kann man natürlich auch prima Schwarzgeld verbauen. Das ist ganz klar. Und ich habe eine Idee, wie man den Prozess beschleunigen kann, um herauszufinden, wem was gehört. Also ich schlage folgende Vorgehensweise vor. Ich würde in der ersten Luxusvilla klingeln und würde sagen, guten Tag, ich komme vom Finanzamt. Wir würden ja mal wissen, wem das Haus hier gehört. Und wenn die dann sagen, das wissen wir auch nicht. Warum wollen Sie das denn wissen? Wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, Sie wohnen hier nur. Sie sind nicht der Besitzer, das heißt, Sie sind Mieter. Dann müssen Sie doch einen Mietvertrag haben. Sie müssen doch den Besitzer kennen, wenn Sie hier wohnen. Wenn die dann sagen, nö, wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, Sie sind nicht Besitzer, Sie sind nicht Mieter, da kommen Sie mal raus. Dann sind Sie Hausbesetzer. Dann sind Sie jetzt verhaftet und dann lasse ich einen Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Das ist wunderbar für die Umwelt und schafft schon mal Arbeitsplätze im Bulldozerbereich. Und während die Jungs am Arbeiten sind, klingeln die schon bei der Nachbarvilla. Guten Tag. Wir kommen vom Finanzamt, wir führen hier Umstrukturierungsmaßnahmen durch, wie Sie vielleicht sehen. Sie müssen den Menschen beweisen, dass Sie das ernst meinen, sonst hat das alles gar keinen Zweck. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie 2, 3 Villen abgerissen haben, ab der 4. Villa meldet sich überall ein Besitzer. Das ist mein Haus, was wollen Sie eigentlich? Ja, was wir wollen, ist ganz einfach, wir wollen wissen, wovon Sie das Haus bezahlt haben. Sehen Sie, wir haben ja Ihre Steuerunterlagen, die Sie eingereicht haben. Sie haben die letzten 15 Jahre nie mehr als 15.000 Euro zu versteuerndes Einkommen angegeben. Das Haus hat doch viel mehr gekostet. Wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja, Sie können Fragen stellen. soll ich raten, Schwarzgeld? Ja, jetzt hören Sie doch mit dem Getue auf. Wir sind doch selber Gericht, wir wissen doch, was hier gelaufen ist. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, das war ja so. Das ist halt unsere Kultur gewesen, nur der Spaß ist jetzt vorbei. Die Party ist zu Ende. Die kleinen Leute mussten die Renten gekürzt kriegen, die Löhne mussten gekürzt werden, Leute wurden entlassen und Sie müssen jetzt Ihre Steuern nachzahlen. Das ist jetzt einfach so. Sie zahlen 10 Jahre rückwirkend Ihre Steuern nach und alle sind zufrieden. Ja, aber mein ganzes Geld ist doch in der Schweiz. Ja, da holen Sie das Geld jetzt mal zurück. Ich würde mich beeilen. In 2 Tagen kommt der Bulldozer. Mal gucken, wer schneller ist. Sie müssen das ein bisschen sportlich organisieren. Sie können das auch ans Fernsehen verkaufen. Eine neue Sendereihe. Wetten, dass Sie Ihre Steuern zahlen. Bei den Luxusjachten ist die Sache noch viel einfacher. Da brauche ich nicht mal einen Bulldozer. Ich gehe auf die erste Luxusjacht und sage, wem gehört das hier? Und wenn sich keiner meldet, dann mache ich da 3 Löcher rein. Blub, 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 weg ist das Ding. Und wenn Sie 2, 3 Schiffe versenkt haben, kommt wieder einer angelaufen. Das da ist mein Schiff. Lassen Sie die Finger davon. Schönes Schiff. Ja, das ist mein ganzer Stolz. Ja, wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja. Ja, hören Sie mit dem Getue auf, wir wissen ja Bescheid. Schwarzgeld ist kein Problem. Wir wollen ja keinen moralisch verurteilen. Sie werden auch nicht bestraft. Sie müssen nur 10 Jahre die Steuern nachzahlen. Ja, aber wovon soll ich das denn tun? Mein ganzes Geld steckt doch in dem Schiff. Ja, da verkaufen Sie jetzt das Schiff und davon zahlen Sie Ihre Steuern nach. Ja, da hätten Sie das ja gleich versenken können.
Jetzt beginnst du zu begreifen, mein Freund.